Das ist das rechte Bein. Ja, also Zulamin macht da jetzt nicht viel Aufhebens drum. Sie rennt einfach zu der Ecke, schlägt auf den hockenden Piraten ein. Und ich denke, er versucht gerade auf die Beine zu kommen, um irgendwie von ihr wegzustolpern. Und dabei erwischt sie dann halt das rechte Bein und er bricht zusammen. Ja, du kannst auf alle Fälle gehört werden, auch wenn du nicht so laut bist. Jetzt springt vor allem gleich auch Mira durch das Fenster oder durch das Holz. Also laut ist es auf alle Fälle. Abelmir ist wieder alles leise. 10 Schritt Radius. Nein, du hast recht. Ich wollte uns gerade sagen, dass die anderen dich gehört haben. Aber nein, sonst hätten sie jetzt ihre Waffen geschmissen nach dir. Aber sie hören dich ja nicht mal. Sie kommen jetzt nicht mit, dass sie nach und nach sterben. Und auch Mira ist in dem Silenzium-Radius. Ja, die aber ich denke, den Bären, denke ich, können sie nicht übersehen. Wahrscheinlich sind sie auf den fokussiert. Die sind immer noch blind und die sind gehockt hinter die Fensterscheiben. Die sind immer noch blind. Also und Mira ist noch nicht durch die Scheibe, Mira oder? Mira ist deswegen noch nicht. Also die sehen das, wenn es zu spät ist. Wenn plötzlich, weiß ich nicht, 300, 400 Kilo auf deinem Brustkorb stehen, dann ist es halt zu spät. Sind halt immer noch blind, das ist das Problem. So, also Piraten tun nichts, parieren, versuchen zu parieren. Mira springt durch die Tür. Ja, meinetwegen kann sie auch diese. Nee, du hattest denen dann gesagt. Mach mal Schaden mit Mira. Ja. Biss oder Klaue ist die Frage. Ja, beides. Okay. Erst beißen, dann klauen. 10 und 9 ist halt ein Tier. Das ist gar nicht so viel. Aber hat sie sich verbissen? Würfel mal Angriff. Ja, warte. Bei einer 1? Nee, aber immerhin reingebissen. Gut, dann liegt er jetzt zappelnd auf dem Boden. Der war sowieso schon am Boden, jetzt ist aber liegend, nicht mehr kniend. Serpentilio 13. Sagen wir, ob der Dämon frei ist oder beschworen wurde. Er wurde beschworen. Das ist gut, dann machen wir jetzt eine vergleichende Kontrollprobe. Ja. Ich werde erst anfangen zu rechnen, wenn es unklar aussieht. Mach mal. 19. 19, okay, dann fangen wir an. Dann müssen wir rechnen. Ja. Es ist okay, halt ein Leugnerischer Dämon, ne? Das ist halt ein Nachteil. Das ist egal. Für mich ist es ein Nachteil, wenn es ein korrupter Dämon wäre, wäre es einfacher. Ja, der Beschwörer hat aber noch den Vorteil des wahren Namens. Den wahren Namen habe ich auch, den habe ich nämlich auf 5. Das sind schon mal 2 Punkte Erleichterung für mich. Dann bin ich auf 17. Dann Bandschwert zählt an dieser Stelle 2 Punkte, nicht die üblichen 1. Dann sind wir auf 15 für mich. Kleidung, ich habe Beschwörer gewarnt dran, denn bald dafür sind wir hier. Frosty sagt mir, was 1 oder 2 Punkte wert ist, wenn da irgendwie vermutlich Reiseschuhe drunter sind, einiges auf 1. Dann sind wir auf 16. Dann, ich habe Affinität zu Dämonen, das sind 3 Punkte, das bringt uns auf 13 runter. Und die Zeit ist gut, das ist nochmal 1 Punkt. Das bringt uns auf. Die Zeit ist bei mir auch gut. Ja, klar, also dich rechnen wir gleich. Das bringt uns also auf 12 runter und dann sagen wir, wie der Ort ist. Tief dämonisch, pervertiert. So auf einer Skala von 1 bis 7. Unheiligtum, 7. 7, okay, dann bringen wir uns also nochmal 2 Punkte runter auf die 11 dann. So, ich bringe 11 auf die Waage. Sag mir, wie der Beschwörer. Beschwörer darf Kreis der Verdammnis einrechnen. Hast du nicht dein Karakil bei dir? Warum okay. Zählt dann der wahre Name noch für den? Weil wahre Namen für Dämonenspezies gelten, nicht für einzelne Dämonen. Also der wahre Name eines Dämons ist nicht wirklich sein wahrer Name, so wie es dein wahrer Name wäre. Er ist nur ein Name, der sehr exakt diese Art von Dämon beschreibt. Bei der sie sich dann kontrollieren lassen. Der Kreis der Verdammnis ist ganz, zählt 1 zu 1? No. KDV zählt anders. Ich glaube, Kreis plus 3 für Beherrschung? Okay. Globoman Goriek, hohe Priester der tiefen Tochter. Der hat, ich glaube, 4 oder sowas. Dann kommt er nach meinem Abdulon auf eine minus 7. Ich schau gerade mal, ob der Kreis noch dabei steht. Aber es kann sein, dass das nur für selbe Domäne gilt. Sorry, ich war noch nie Parkierer geschrieben. Der Kreis gilt auf jeden Fall nur für selbe Domäne. Oh, das ist möglich. Dann kriegt er ihn natürlich nicht. Welchen ihr meint. Also vor allem gegen Wasserdämonen kannst du ihn auch nicht abspotten. Oh ja, da hat er Herrschaft über die Niederung. Das ist kein Wasserdämon. Der Kreis, deswegen habe ich gesagt, das ist ein Leugamotscher Dämon. Das mag dir egal sein, ihm ist es nicht egal.
Also schaffst du das. Also er ist nicht so gut. Okay. Er ist kein Beschwörer, so wie du es bist. Dann, wenn ihr den Serpentino das nächste Mal seht, tätschelt er dem Karakil ganz zutraulich das Horn und schickt ihn dann zurück. Ich würfel das jetzt schon mal, das passiert vermutlich dann in ein paar Kampfrunden, halt, wenn die anderen fertig sind. Du schickst ihn zurück oder bindest du ihn an dich? Ich habe keine Asp. Zurück, das hier kostet mich 10 Asp. Und damit ist mein ganzes Budget aufgebraucht. Ich kann es mit exakt 0 Junao beschwören, wenn ich 15 Punkte übrig behalte. So, that'd be fun. Von daher, und zurückschicken kostet mich 0. Das ist das Einzige, was ich mit ihm machen kann. Alles klar. Dafür muss ich eine Kontrollprobe machen. Diese gelingt ohne weitere Schwierigkeiten. Und wie gesagt, ihr seht ihn dann, wenn ihr aus der Taverne zurückkommt und euch gerade irgendwie das Blut von den Klingen wischt, wie Serpentino dem Karakil noch im Bann, also in dem Pentagramm selber stehend, das Horn tätschelt und dann verschwindet er im selbigen Pentagramm auch wieder, ganz als so, als würde er von einem Pentagrammer zurück in die Niederhölle gesaugt. 19 Mendarion? Der bleibt hier, der macht nichts mehr, diesen Kampf, weil er sieht oder empfindet, dass die da drüben das auf der Reihe haben und dass dies keine Bedrohung für ihn ist. 21 Raphim. Ich laufe um die Ecke. Und dann stehe ich. Ich denke, ich ziehe mal vor den Sturmangriff, dass ich noch Platz habe, dann können wir beide hin. Ja, also du siehst, der Gegner von Mira, das ist kein Problem. Du kannst dann quasi einmal an Mira vorbeilaufen auf den. Der ist ja sowieso schon auch einäugig. Ich glaube, das macht keinen Sinn, dass wir das auswürfeln. Genau, ja. Ich würde ja auch nur noch da stehen und mir angucken, wie Mira diesen Piraten frisst. Ja, der wird jetzt einmal nach draußen geschleudert, durch das Fenster hindurch, wie ein alter Stuhl. Und irgendwie sein Arm ist abgerissen im Mund von Mira, die kaut noch genüsslich, es knackt, auch wenn ihr es nicht hört, weil Abel mir gerade mit selbstzufriedenen Schritten um die Ecke tritt, während Sulamin und Raphim dann nach und nach andere Piraten zu Boron oder in die Niederhallen schicken. Nachdem sie es dran haben, würde ich den Zauber fallen lassen, da kommt wieder unterhalten nochmal. Ja, Sulamin wischt den blutigen Säbel ab und wirft kurz einen Blick aus dem Fenster, ob bei Serpentilio alles okay ist und sieht dann eben dieses eben beschriebene Bild und sieht sich dann einmal kurz in der Taverne um. Gibt es noch einen Hinterausgang? Nein, oder? Das ist hier noch so ein kleiner Holzschuppen, von da aus kommst du hier nicht ran, zumindest auch nicht raus, also das ist der einzige Eingang. Was Serpentilio allerdings sehen kann, ist, wenn er in das Pentagramm reingetreten ist und den Karakil weggeschickt hat, ist, dass du auf alle Fälle jetzt wegen des Schreis die Aufmerksamkeit von wenigen Priestern auf dich gelenkt hast. Denn mittlerweile haben sich 4 von dem großen Kreis abgewandt. Einer ist an die Menschenopfer herangetreten, blickt dich an mit einem großen Kries im Ritual durch und 3 andere ziehen jetzt ihre Hackebeile und haben wohl ihre Ärmel hochgekrempelt, die nicht wirklich, also sie sind schleimig und du kannst auch auf die Entfernung entdecken, dass die wohl durchaus Paktkreise besitzen und dementsprechend auch Gaben von den dunklen Göttern erhalten haben. Die Aufmerksamkeit durch den Schrei des Karakils habt ihr weiterhin. Okay, aber nur Serpentilio sieht, dass die uns gesehen haben. Das ist mir. Die Priester haben dich gesehen, genau, durch den Schrei vom Karakil. Die kommen langsam näher. Ja, Serpentilio tut, was Serpentilio tut, und zieht Leine. Läuft. Ich nehme an, tatsächlich, an einem Anfall von Besinnung auf die anderen hinzu. Also aber quer über den Platz. Lässt du Mendarion verstehen, das passt schon. Würde ich sagen, vermute ich erstmal. Also Mendarion kann auch sich selbst aufpassen, auch wenn der Magier das nicht weiß. Gut. Abelmir hat den Silentium fallen gelassen und ihr steht in einer drickenden, stinkenden Ruine. Alles klebt voll mit Bier und könnt dann durch die Fenster immer noch diesen gewaltigen Krötenleib mit den 10 Hörnern erkennen. Ah, Kapitän, ja. Wir bekommen Besuch. Ja, das ist sofort. Ungünstig. Offensichtlich echauffiert sich jemand darüber, dass wir am Ritual stören und mir ist nicht ganz sicher, warum sie nicht zur Durchführung gebraucht werden. So oder so, ihr solltet mit euren Vorbereitungen anfangen. Ich mit meinen. Jemand sollte wohl die Hinterhans Ankommenden beschäftigen und ich weiß nicht, wo der Elf ist. Raphim, kannst du dich der Sache annehmen? Dann würde ich mit Serpentilio nach draußen zwischen die beiden Gebäude gehen und
mich um meine Anrufung kümmern. Dann sollte irgendwer dem verdammten Elf Bescheid sagen, dass er loslegen soll. Ich kann Rafim von hier hinten Feuerschutz geben. Ja, ich brauche allerdings 45 Sekunden. Und mit diesen Worten würde ich auch anfangen, eine Liturgie zu wirken, weil sonst kriege ich von drei Mann aufs Maul. Tsunami grinst, 45 Sekunden sind in Ordnung. Ich würde mich in den Eingang dieses Hauses stellen und gucken, ob die schon sichtbar sind. Ich denke, Menarion wird irgendwann hinter dem Pfeiler vortreten und sich erstmal umsehen. Er hat immer noch mit beiden Händen diesen Hafer umschlungen. So, ihr wisst, er kann auf sich aufpassen, aber er hat halt gerade keine Hände frei. Und er hat das super wichtige Artefakt. Ja, dann würfel mal Sinneschärfe. Ja, ich will überlegen, muss ich überhaupt würfeln? Wie viel habe ich denn da? Oh, gerade mal 12. So, würfeln wir mal. Ja, okay. Ich glaube, diese Priester sehen fies aus, right? Die sehen auf alle Fälle sehr unnatürlich aus. Sie stören die Harmonie des Weltgeschehens. Ja, ich denke auch, er wird sich dann erst einmal hinter seinen... Es sind ja seine Freunde, unser Pentelio, zu denen flüchten. Ja, du hast sowohl gesehen, wie einer seine Finger angelegt hat und wohl auf dich gezielt hat mit seiner bloßen Hand oder Pranke vielmehr. Irgendwelche großen Fischhäute, die da wohl zwischen seinen Fingern... Gut, und dann drehst du dich schon wieder um und fängst an zu laufen. Oh, Abelmir. Ich fühle mich gar nicht wohl. Und da kommen noch Leute zu uns. Ihr müsst durchhalten. Wir behalten den Hinterhalt. Die sehen nicht so aus, als könntet ihr noch mit denen reden. Ich geh hinten rum. Wir schaffen unseren Ritualplatz wieder. Und Tsulamin wird sich mein Serpentino in Anführungszeichen unter den Arm klemmen. Kommt. Ja, doch, Kapitän, ja. Einen kleinen Moment. Serpentino hat ein Messer in der Hand, seltsamerweise. Aber du kommst hinten nicht raus, es sei denn, du machst wirklich... Also, es gibt nur einen Ausgang. Dann gehst du mit uns. Du kannst durch Fenster springen, das geht, aber... Das meinte ich, das wollte ich ja durch Fenster springen. Ich habe Fenster oder gedacht... Da ist ein Holzschuppen. Fenster hast du hierhin, dahin. Komm ich dann durch Oberfenster, durch Nordfenster springen? Ja. Aber nicht von durchguckt haben. Ja. Dann gehen wir durch das Fenster und dann gleich einmal um die Ecke. Also du merkst auf jeden Fall, wenn du versuchst, deinen Hinterhalt zu legen, dass Rafim laut gefühlt brüllt und die Erde anfängt unter ihm zu beben. Also sehr nicht so unauffällig, wie dein Hinterhalt vielleicht erhofft ist. Ist eine gute Ablenkung. Die Erde bebt die ganze Zeit. Ja, das habe ich auch gedacht. Diamantis hat währenddessen sich eben wie Abelmir vorhin sich an den Türrahmen gelehnt, mittlerweile schon die zweite Balestrina wieder durchgeladen und sich in den Köcher war an den Holster gepackt. Warum vergesse ich immer den Namen für Holster? Und trägt mittlerweile seine Abalone vom Rücken in beiden Armen und schaut jetzt wieder einmal um die Ecke. Ja, während ihr euch in der Taverne im Inneren irgendwie versucht, das Ganze abzuwenden, euer Schicksal zu bekämpfen, könnt ihr noch sehen, wie restliches Bier, was wohl in irgendwelchen abgestandenen Gläsern oder Humpen steht, sich verfärbt. Der weiße Schaum ist sowieso schon weg und ihr könnt dann die restlichen gelben Flocken des Biers werden schwarz. In jedem Bier um euch herum. Mandarion, ich glaube, es gibt keinen besseren Zeitpunkt. Fang an zu spielen. Oh, naja. Besser als dort drüben ist es ganz bestimmt. Hilf mir doch, sie ihr hochzuwuchten. Ja, oder stellt sie auf den Tisch auf und zieht sich einen Schemel dran. Und macht sich erstmal mit dem Instrument vertraut. Kleine Handharfe, ne? Ja. Ich möchte einmal fragen, bin ich fertig mit meiner Liturgie? Also habe ich 45 Sekunden, also 18 Aktionen, bis die Boys hier sind oder 18 nicht? 18 Aktionen. Also ich würde mal sagen, bam, 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 ich ziehe den nach da, ich ziehe den nach da und ich ziehe den nach da. Serpentilio, du bist ausgestiegen. Tsulamin, bleibst du da stehen? Wartest du auf was? Wartest du auf Rafim? Serpentilio wollte ja auch weg. Ich wollte auch weg und ich glaube, näher kommen wir an das Ritual wahrscheinlich nicht mehr ran. Wie schaut es aus von meiner Position aus, diese Riss, diese Spalte? Der bietet keine Deckung, oder? Das ist einfach nur ein Loch im Boden? Das ist ein Loch im Boden, aus dem es mächtig pfeift. Da kommt Wind raus. Okay, also ich denke, Tsulamin würde an der Position bleiben und die Liturgie an.
Auch wenn es wahrscheinlich eher hoffnungslos ist. Okay, Abelmir, was willst du noch tun? Ich würde den Acceleratus dann dort für Aktionen. Ja, du hast 18 Aktionen Zeit für das, was Rafim davor hat. Acceleratus läuft. Ich würde die Regeln ein wenig dehnen, allerdings auch müssen, denn weil der Invocator sieht vor, dass der Magier ein Heptagramm zeichnet, right, und dahin den Dämon beschwört. Aber nirgendwo steht, wie das für Wasserwesen funktioniert, denn die müssen, sobald ich informiert bin, ins Wasser beschworen werden und du kannst kein Heptagramm. Kann ich mein Heptagramm hier zeichnen und es ins Wasser werfen? Ich bin mir gerade nicht sicher, wie man ins Wasser wirft. Aber das wirst du gleich erfahren. Denn dann setzt er sich nämlich hin. Was benutzt du denn? Kreide? Richtig, dann setzt er sich nämlich hin und er hat schon ein Messer in der Hand und er holt etwas hervor, das im ersten Moment wie ein Stück Baumrinde aussieht, sich auch bei genauer Betrachtung, wenn denn jemand so viel Zeit hat, als Seeschlangenschuppe herausstellt. Oh, okay, ja, dann lasse ich es zu. Halt, und die werfen wir dann ins Meer. Das lasse ich zu, ja. Hervorragend. Lassen wir ihn erstmal machen, aber ich möchte noch ein paar Worte mit ihm wechseln, bevor er dann zum Wasser läuft. Ja, warte kurz. Diamantis, möchtest du was tun? Du hast nachgeladen, ne? Ja, ich habe nachgeladen und jetzt stehe ich mit meiner Abalone an der Hand, mit Rücken zur Wand hier rüber und blicke immer wieder rüber, ohne mich gleich auf mich aufmerksam zu machen und möchte die im Augenpaar halten, sofern die irgendeine Geste machen. Ich sehe ja meine Kollegen hier nicht, aber sofern die diese typische Ignifaxius-Geste machen oder was Paktiere auch immer machen, um schwarzes Wasser zu speien, möchte ich einen ins Visier nehmen und meinen Kameraden retten. Mal eine Sich-Verstecken-Probe gegen die Sinneschärfe 1418. Denn okay. Wenn du siehst, wirst du auch gesehen. Sechs Punkte, reicht das? Das ist nicht viel, nicht gegen die 1418. Dann würfel deine Probe mal neu. Alles? Alles. Schade. Doppel 1 kommt wieder. 17. Was ist denn das zweite auf Sinne Schärfe? Auf Intuition. Klugheit, Intuition geht das. Ja, das sieht dennoch nicht gut aus. Reicht trotzdem nicht. Dann siehst du, es ist dieser typische Finger. Du weißt, dass das schwarze Wasser rauskommt und dass man dann in Deckung gehen kann, sollte. Und es ist dieser Finger, den sie gehoben haben. Und dann ruckt dein Kopf wieder zurück, als sie gesehen haben, dass du, als du siehst, dass er wohl, der Untere, auf dich angelegt hat. Oh. Du kannst ein kehliges Murmeln von ihm hören. Du verstehst ihn nicht. Er ist auch einfach zu weit weg, aber du hörst ihn murmeln. Dann werde ich mich abducken und geduckt die Deckung verlassen und zur nächsten hervorgehen, denn hier bin ich aufgeflogen. Gib mir mal, wie hoch ist deine Magieresistenz? 6, glaube ich. Lass mich mal nachschauen. Ich habe so eine 6 im Kopf, aber kann sie jetzt schon mal würfeln. Hab ich schon. Magieresistenz 5. 5. Du spürst, während du dich mit schweren Schritten diesem Zittern der Sphären entgegenstellst und die Position wechselst, merkst du wohl, es ist nicht dieses Kratzen des Halses, was du von dem Gurgulum schon hattest, sondern es ist eher ein rasselndes Atmen, als würde deine Lunge gerade volllaufen mit Brackwasser. Scheiße. Was passiert hier? Der Mutter schafft es kaum, sucht Hilfe suchen zu Rafim, der weiter betet, zu Mindari und anfängt zu spielen. Ja. Würfel mal einen Schwimmen. Oder wie hoch ist dein Schwimmen, THW? Eine Schwimmenprobe? Ja, weil das ist abhängig davon, wie lange du Wasser anhalten ich die Luft anhalten kann. Anhalten kannst, bevor du trinkst. Hier ist natürlich die Frage, wenn ich Wasser in der Lunge habe, ob ich dann die Luft anhalten kann. Ja, das aber ist schwierig. Ich habe einen Schwimmenwert von 12. Und das heißt, ich kann halbe, doppelte Ausdauer in Sekunden plus mein Schwimmwert, oder wie war das? Ich glaube, Schwimm-THW mal 2 oder mal 3 war das laut Wege des Schwerts, bin ich der Meinung. Zumindest merkst du, wie gesagt, so wie ein bisschen Panik in dir hochsteigt. Du bist zwar schon oft geschwommen und noch öfter getaucht, vor allem in der Ausbildung in der Landfahrt hat man dich einfach ins Wasser gestoßen mit irgendwelchen Gewichten, die dich nach unten gezogen haben. Also du kennst dieses Gefühl, aber
bist nicht unter Wasser und das bereitet dir gerade so ein bisschen Panik. Du merkst auch schon, wie so ein bisschen deine Augen, deine Gefäße in den Augen anfangen zu platzen, wenn du dann siehst, wie Rafim gerade fertig ist mit seinen Schnitten und Angst von ihm auswallt, dich ergreift und du musst so ein bisschen versuchen, still zu stehen, weil du weißt, es ist dein Freund, sonst würdest du dich jetzt aus deiner Deckung begeben auf den Platz, wenn du siehst, wie er selbst anfängt zu zittern wie ein Halbgott. Okay, ich muss einmal eben würfeln, das müssen wir eben einmal durchgehen. Ist gerade zwei Liturgie, weil er aufgestuft. Das macht es um zwei Punkte schwerer. Meine Frage ist, gibt es irgendwelche Erleichterungen oder Erschwernisse aus Ort versus Grund? Also warum ich das mache, göttliches Wertgeschehen versus hier ist dämonischer Ort. Also es ist ein dämonischer Ort. Ich muss gerade mal Wege der Götter öffnen. So, warte mal. Auf dämonisch verzerrten Territorium mindestens plus 7. Ich schreibe auch gleich mal mit, okay? Genau. Welche Seite ist das im WD? Soll ich mal 244. Was? 200? 44. LL 16, weil das ist das aktuellere. So, Notlage heraus. Ist es für dich eine Notlage? Diamantes? Ja, du wohl nicht. Erfüllung des göttlichen Auftrages? Nee. Eigensüchtige Motive? Nein. Magische Beherrschung? Nein. Frisch konvertiert? Nein. Aufgeweihtem Boden? Nein. Kapelle nicht. Tempel nicht. Im Territorium Ungläubiger und Zweifler? Plus 3. Das bekommst du. In Gegenwart vieler Ungläubiger? Das hatten wir eben schon. Wir haben vielleicht gleich zur fiesen Stelle, wo ihr noch mal eigentlich wir benutzen eigentlich immer die aus dem LL, weil die ein bisschen mehr Sinn ergibt. Oh ja, das kommt noch dazu. Die ML sind anders. Ach so, sorry. Und haben im Allgemeinen Vorrang. Einen Moment, lass mich das öffnen. 16 hast du gesagt, ne? Ja, genau. Das ist zumindest das, was ich meine. Handelt den Kirchen göttlich im Auftrag? Okay, nein. Die Namen ständig unter Zwang, ist kein Altbrecher, ist nicht gescheitert, kein geweihter Boden. Dämonisch durchdringendes Territorium, mindestens plus 7. Dann ja. Die 12. Ja, ist das denn? Das Einzige, was vielleicht gut ist, greift ordnend harmonisch ins Weltgeschehen ein. Die Liturgie selbst ja eigentlich nicht, oder? Die Liturgie selbst nicht. Ah, okay. Dann habe ich eine 14er Erschwernis insgesamt. Ja, so. Sexy. Kommen wir doch mal in Sachen rein, wo man dann noch 20.000 AP braucht. Das Problem ist, es ist egal, ob du 10.000 oder 20.000 AP hast, du kriegst halt deinen dummen Ritualkenntniswert nicht höher. Ich würfel die 16 neu und dann müssen wir hoffen und beten, sonst bin ich am Arsch. Jeder andere Geweihte würde die Notlage zu hier minus 3 bekommen, aber Rafim Kor sagt einfach, nee, du hast schlimmere. Das reicht. Wenn du eine 14 hast, 3 Punkte reichen dir. Also meine Liturgie wird wahrscheinlich nicht klappen damit, weil ich bin weit über meinem Ritualkenntniswert. Aber egal. Okay, warte mal. Dann habe ich als ein 14er Wert, dann habe ich 2 Punkte über, dann hält die Liturgie ganze 2 Spielrunden. 2 Spielrunden sind 10 Minuten. Ich würde tatsächlich, glaube ich, Zulamin irgendwie den Greift Ordnungs-Weltgeschehen geben. Ja, aber das reicht, glaube ich, nicht. Du müsstest schon göttlichen Auftrag geben. Weil ich die Luft reinigen möchte. Bei ihrer Liturgie ist anders. Ja, okay. Also Rafims Liturgie, nein. Weil ihre halt ja direkt alles Ritual und B, das Ergehen der Plagenbringer stört. Okay, dann kriege ich LKP-Stern durch... Warte mal, dass ich das jetzt nicht falsch mache. Einen Moment. LKP-Stern durch 2 plus 5, also 6 und 6 und 6. Okay, ich bin ready. Gut, ich muss gerade mal schauen. Ertränken. Zweimal THP-Stern SP. Ich muss gerade einmal die THP-Stern erwürfeln. Minus 2, minus 5. Sind minus 7, dann bekommt Diamantes 14 SP. Ist das nicht minus im R? Hattest du das nicht eben schon ausgewürfelt? Oder was genau machst du da? Ertrinken? Das sind die, Paktgeschenk? Genau, das ist Ertrinken, Paktgeschenk. Bekommst zweimal THP-Stern Schadenspunkte. Mhm. Aber dann wird ja die Probe genommen, die auch auf mich angewendet hat, die ja vorhin schon gewürfelt hat, die 14.1. Nee, das war Verstecken. Okay. Aber minus im R, oder nicht? Ja, minus MR.
Also beziehungsweise die THP-Stern resultieren aus deiner MR. Ja, genau. Und dementsprechend bekommst du nicht 15 minus 2, sondern eben... Ich habe eine 5er MR, also 10. Also 20 Schaden. Die haben 7 THP-Stern noch übrig und 7 mal 2 sind 14. 14, okay. 14, alles klar.